Ja, hallo liebe Freunde des Geschnetzels und des gepflegten Kettenschwerts. Beim letzten Mal lief ja hier leider der Versus-Modus nicht so gut. Deswegen habe ich mir gedacht, Junge, das kann ich also nicht auf mir sitzen lassen. Ich muss jetzt mal antesten, ob ich wirklich so ein Lappen geworden bin oder ob das einfach nur wieder so ein bisschen Zeit braucht und so, um da reinzukommen. Weil früher, wie gesagt, war ich da eigentlich ziemlich gut, würde ich mal behaupten. Ich habe das auch immer mal gezockt. Deswegen machen wir das doch einfach direkt nochmal. Wie beim letzten Mal nehmen wir den Spielmodus Annektieren, weil das schien mir so, als wäre... Mal eben gucken, mein Erscheinungsbild ändern. Jetzt geht nämlich nicht Black Templar, sondern wir machen das jetzt so, wie ich sonst auch immer gezockt habe. Nämlich als ein Revealer, glaube ich. Ja, beim letzten Mal haben wir ja gesehen, dass irgendwie außer dem Annektieren nichts ging. Also der hatte sonst keine Spiele gefunden. Ich gucke jetzt heute einfach mal. Wenn er jetzt hier Spiel findet, cool. Wenn nicht, probiere ich einen anderen Modus oder so. Scheint aber ganz gut auszusehen. Mal eben checken, ob das Video läuft. Oh, das ist ein bisschen doof. Jo, das läuft. Nice. So, dann wird auch dieses Mal ein bisschen geschnetzelt und hoffentlich erfolgreicher als beim letzten Mal. Ich sag mal so, wenn ich jetzt... Weil das sind ja gar nicht so viele Leute, die gegeneinander spielen. Meistens sind, also ich glaube, 10 gegen 10 ist Maximum oder so. Ich versuche nicht auf den letzten drei Plätzen zu sein. Das wäre schon mal was. Allerdings muss ich dazu sagen, mal gucken, wie das hier so aussieht, wie viele Spieler mitspielen. Und ja, wir schauen einfach mal. Oh, Steam ist scheiße. Moment, wo ist hier? Okay, spielen genug Leute mit, also nicht die letzten drei Plätze. Übrigens, sorry wegen der Hintergrundgeräusche, die werden sich gleich reduzieren. Hier laufen noch ein, zwei Geräte, die sind aber gleich aus. Und ja, dann wird das hier auch besser. So, hier wird schon geschnetzelt. Wollte jemand ganz sneaky Punkt A wegnehmen? Ja, alles klar, und da hinten hat mich der... Devastor mit Laserkanone weggemacht. Okay, ich kann hier direkt bei meinem Bruder einsetzen. Das werde ich auch machen. Wobei, nee, wir sind noch ganz vorne. Da können wir auch hier so einsetzen. Das hier ist immer so ein gesicherter Bereich. Seht ihr hier diese Barriere? Solange man dahinter ist, kann man nicht abgeknallt werden. Aber natürlich in dem Moment, wo man da durchgeht, schon. Da oben war wieder der... Mann, fuck, ich habe ihn noch gesehen. Der dumme Devastor-Sniper. Den müssten wir eigentlich jetzt mal umgehen und nicht immer wie so ein Lappen da genau das gleiche machen. Vor allem wusste ich ja, dass er da steht. So, müsste da oben sein. Aber das ist halt das Problem. Ein Devastor ist zum einen, hält er viel mehr aus als die beiden anderen Klassen. Also mehr als ein taktischer und mehr als ein Sturmmarine sowieso. Und ja... Deswegen ist er nicht so leicht zu knacken. Allerdings mit dem Melter. Na, da oben sind sie. Shit. Sprungmarine hinter mir. Okay, sehr guter Start. Drei Tode, noch nichts gerissen. Sehr nice. Erstmal reinkommen, ne? Da oben ist die Sniper-Ecke. Da hinten. Ja, wir sind punkttechnisch schon gut hinten.
deswegen müssen wir jetzt auch nach vorne hier. Fuck. Naja, einen haben wir wenigstens schon mal gekillt und X-Phase sind wir gestorben. Naja. Oh Mann. 180 zu 474, das heißt, ja. Die haben jetzt schon, also die Gegner haben jetzt schon die Hälfte, Hälfte der erforderlichen Punkte, um zu gewinnen. Jetzt gerade wird aber ein zweiter Punkt umkämpft von uns, was natürlich mal ganz nice ist. Jawohl, mein Kill, aber dann bin ich direkt down gegangen. So geht das natürlich sich nicht aus. Und ja, in dem Spielmodus vor allem, also jetzt ist es zumindest 2 zu 2 Punkte, in diesem Spielmodus vor allem geht es darum, einfach Punkte hochzusammeln. Also, Punkte zu halten, Eroberungspunkte und dadurch hier... Fuck. Naja, und dadurch dann irgendwie, ja, also hier, Bolter übrigens mit den beiden Upgrades ist ziemlich stark, also da ist der Standard-Bolter auch ziemlich stark. Habe ich noch nicht freigespielt, weil ich den eigentlich nie verwende, sondern immer lieber mit dem Stalker-Bolter arbeite und dann eben im Nahkampf mit einem Melter. Da ist ein Laserkanon-Devastor. Hier sind ein paar Gegner jetzt. Hinter mir war nämlich auch noch einer. Tja, das Chaos hält 3 Punkte. Alter, wieder der Laser. Junge, Junge. Kein gutes Spiel. Ja, und jetzt passiert das, was immer mal gerne gemacht wird. Hier werden nämlich jetzt die Spawnpoints quasi bewacht. Von den Gegnern. Und die campen hier einfach. Nee, das läuft ja also mal gar nicht, diese Runde. Eigentlich sollte man in so einem Fall immer, wenn es taktisch schlecht läuft, mit einer Figur, also wenn man da irgendwie so gar nicht reinkommt, wie das jetzt gerade bei mir der Fall ist, sollte man wechseln und eine andere Klasse spielen. Allerdings, da wir jetzt sowieso verloren haben, ist es egal. Bleiben wir einfach auf dem taktischen und probieren jetzt gleich dann mal was anderes. Weil das war jetzt mal nix. Aber so gar nix. Naja, wahrscheinlich haben wir sogar den letzten Platz. Also ich meine, so wie wir jetzt gefeedet haben, ja sicher hier 2 zu 9, Alter. Und dann auch noch mit so wenig Punkten. Ich meine, die Typen vor mir haben ja eine noch schlechtere KDA, aber haben wenigstens durch irgendwas mehr Punkte gemacht. Man kriegt ja Punkte nicht nur für Kills, sondern auch für die Art und Weise. Also zum Beispiel für Kopfschüsse oder... Rächer, kombinierter Angriff, alles solche Sachen, also wenn man mit verschiedenen Waffen irgendwie Schaden macht oder zum Beispiel erst in einen reinrammt, dann nochmal mit dem Melter drauf schießt, sowas oder halt, habt ihr vorhin bei mir einmal gesehen, als Rächer, also wenn ich zum Beispiel einen kille, kurz nachdem der einen von meinem Team gekillt hat, dann gibt es immer so ein paar Bonus-Points. Tja, jetzt muss ich mal gucken hier. Ja... Voltpistole, das ist das, wenn ich 30 Dings habe, genau, dann gibt es nämlich hier Voltpistolen-Dings extra. Okay, und vielleicht sollte ich einfach mal tatsächlich die normalen Bolter nehmen, damit ich irgendwann mal da diese Penetrator, die Krakengeschosse kriege. Aber eigentlich habe ich keinen Bock damit zu spielen. Wir werden jetzt hier gleich nochmal mit dem taktischen starten, wenn das aber wieder nichts wird, dann werde ich wechseln auf wahrscheinlich ein, Sturm Space Marine, aber ich muss mal gucken, vielleicht auch Devastor. Devastor mit Plasma ist eigentlich geil, weil man damit einfach ständig von hinten alles eindecken kann. Aber wir gucken einfach mal. Auf jeden Fall nicht wieder so fieden wie gerade.
Renn mal direkt zu C. Wieder ideal für diese dummen Lasersniper. Kill, da ist ein Gegner. Schön. Hat aber nicht für mich gezählt, der Kill. Ist aber nicht so schlimm. Zustellen. Hier ist es genauso wie beim Exterminatus, je mehr Leute da stehen auf dem Punkt, desto schneller nimmt man den auch ein. So, und auch sowas gibt natürlich Punkte. Hinten irgendwo, meine ich, müsste der Spawnpoint vom Chaos sein. Shit. Not good. Setzen wir mal bei B ein, das ist genau da in der Mitte zwischen diesen Containern. Ja, so klar wie die letzte Runde verloren war, so gut ist die jetzt hier gewonnen. Ich meine, da haben wir natürlich auch ein bisschen was zu beigetragen, aber sicherlich nicht den Großteil gemacht. Aber guck mal, so kann das doch sein. Zwar wieder ein scheiß KDA, vor allem hier hat einer 9-1. Ja, okay, ist ja auch der Primarch Vulkan, ich meine, ist ja dann klar, ne? Aber hier geht es vor allem nach den Punkten, die man beiträgt, gar nicht so sehr um die Kills, denn in diesem Spielmodus ist es ja so, dass man hier, dass man einfach nur diese 1000 Punkte erreichen muss und nicht so sehr Leute killen. Also das gibt keine extra Punkte oder so.
die Punkte, die man da gerade verdient hat, also die 800 irgendwas, die ich hatte, die zählen auch nicht zu diesem 1000-Punkte-Ding. Das hat damit nichts zu tun. Das sind quasi die eigenen Punkte, Erfahrungspunkte oder so, die man sammelt. Aber das hat halt nichts mit dem eigentlichen Spielverlauf zu tun. So, mal gucken, ob wir jetzt eine Runde Chaos sind. Jetzt waren wir zweimal Marine. Also ich meine, Chaos sind natürlich auch Marines. Aber jetzt waren wir zweimal Space Marine. Und eventuell, nee, wir sind wieder Space Marine. Finde ich geil. Also so muss auch sein. Wir stehen auch ganz oben, so ist immer richtig. Manchmal switcht das noch ganz am Ende, also kurz bevor das Spiel startet. Ja, ich glaube, der hat nämlich jetzt die Teams nochmal gedreht. Macht eigentlich keinen Unterschied, also Unterschied zwischen Chaos und normalen Space Marines ist hier halt nur kosmetisch, was einerseits natürlich ein bisschen, ja, sind Chaos, was einerseits natürlich ein bisschen schade ist, was aber andererseits ganz geil ist, weil man einfach natürlich keinen Vorteil oder Nachteil irgendwie haben soll, sondern, muss ja fair und ausgeglichen sein. Den Kill habe ich gekriegt. Da oben ist einer mit Laserkanone. Da ist er. Okay, das war vorhin der Top-Spieler. Das heißt, der hat die ganze Zeit nur so ein Mädchen-Game gespielt. An sich wäre es mal geil, den zu snacken. Jawohl, den Top-Spieler gekillt. Allerdings sind die loyalen Marines gerade im Vorteil. Punkte technisch. Okay. Ja, das heißt, wir müssen. Und Kirion, jetzt verlieren wir auch noch den letzten Punkt. Das ist natürlich nicht so gut. Immer diese Laserkanone, das geht mir echt auf die Eier. So, Problem bei dem Punkt, jawohl, den Punkt habe ich. Das Problem bei dem B-Punkt ist, man muss da in der Mitte stehen. Wenn man unten drunter steht, zählt das nicht. Ja, toll. Und Punkt direkt wieder weg. Sniper stehen. Ist auch perfekt, um C zu covern. Der Tod von unten, genau. Ist allerdings natürlich nicht so geil, um C einzunehmen. Und da wir hier gerade ziemlich im Nachteil sind, müssen wir jetzt Punkte einnehmen. Nice wäre auch, wenn unser Energiefeld mal wieder auflädt. Jawohl. Ja, also C von hier einzunehmen scheint so gut wie unmöglich zu sein gerade. Da steht einer. Und dann ist weiter hinten nämlich wieder der Sniper. Da oben wahrscheinlich. Da ist er. Ja, lächerlich. Und mein Kumpel hier, der steht da halt rum oder was. So, aber jetzt seht ihr, ne, dieser Primarch Vulkan wird gleich wieder ganz oben sein in der Liste. Allerdings nur durch totales Lappenplay, weil der nämlich einfach immer nur da vorne steht und snipert.
so ein Lauch. Aber ich meine, ihr seht's, das ist halt das, was denen den Win gibt. Der Typ steht nämlich jetzt immer noch da. Nochmal um die Ecke mit deinem Plasma. So. So. Ah, da ist wieder diese Muschi, Alter. Der ist so ein Lauch. Ich hasse so Leute. Der hat jetzt das ganze Spiel nichts anderes gemacht, als sich an diese eine Stelle zu stellen und halt hier ist eine Laserkanone, Junge. Richtig schlecht. Also richtig schlecht. Oh, das geht mir auf den Sack. Ich meine, klar, hat man ja bei den ganzen PvP sonst was Spielen. Okay, so muss es aber sein. Wir stehen mit 8:4 ganz oben. So ungefähr lief das eigentlich auch immer. Und naja, also ne, so läuft das ja bei anderen PvP-Titeln irgendwie auch. Bla, Leute stellen sich da irgendwo hin, campen wie doof oder kennen irgendwie so einen Sweet Spot, also so eine super geile Stelle, wo sie sich halt hin verkriechen können und dann einfach das ganze Spiel nichts anderes machen, als immer die Leute rauszusnipern oder irgendwie, gibt ja auch manchmal so Ecken, also bei Battlefield war das auch so, da gab es immer ein, zwei Gebäude, also je nach Map natürlich, aber da hattest du manchmal Maps, wo du, um einen Punkt einzunehmen, eben bei so einem Gebäude, um so eine Ecke da laufen muss. Das ging irgendwie nicht wirklich anders, weil das die andere Möglichkeit so ein total weites Feld war. Und dann läufst du da lang und jedes Mal steht da so eine Muschi hinter der Ecke und meint, sie wäre halt total der geile Player, wenn sie dich dann platt macht und ja, einfach lächerlich. Also so macht das natürlich keinen Spaß. Wir gucken mal, wir werden jetzt noch eine Runde zocken. Ich hoffe, wir haben nochmal so eine Rasiererrunde wie gerade. Okay, jetzt spielt der Typ wieder mit uns, gerade war er gegen uns. Ja, ich meine, wenn der jetzt bei uns natürlich wieder diese Mumu-Nummer da macht und einfach so rumsnipert, wäre das jetzt natürlich geil für unser Team, weil ihr habt das gesehen, auch der hatte nämlich 8-4 gerade wie ich, war in seinem Team aber diesmal nicht der Erste, waren andere noch besser. Aber trotzdem, so ist das einfach lame. Also ich meine, für mich ist eigentlich auch jetzt eine Laserkanone nicht unbedingt ein Snipergewehr. Das ist ja eigentlich der Stalker-Bolter hier und der ist ja extra so gemacht, dass er nicht wirklich mit einem Schuss jemanden killen kann. Aber gut. Laserkanone im Einsatz. Würde mich nicht wundern, wenn das unser Freund der Primarch ist. Ja, sicher. Alter, ist das eine Muschi. Okay. Da war was, die Laserkanone im Rücken? Ne, der schwere Bolter. Okay. Manche Maps, ihr seht's gerade, das Ding hier hat jetzt 4 Punkte statt nur der 3 wie gerade. Entschuldigt meine leicht vulgäre Aussprache, aber ich sag mal, wer halt spielt wie so ein Lauch. Also ich meine, mache ich ja teilweise hier auch und viele wie blöd. Aber sowas ist halt immer lächerlich. Ich meine, die Laserkanone ist halt das, was hier den höchsten Schaden macht. Feuerrate ist auch noch okay, ist nämlich eigentlich genauso hoch wie beim Melter. Und ich habe ja hier schon die Melter-Kompetenz. Das Kuro geht jetzt hoch. Schön.
Aber ja, ich weiß nicht. Also geht mir ein bisschen auf den Sack. Ich meine, klar, die haben dadurch auch ihre Nachteile. Wenn nämlich einer direkt vor dir steht, kannst du einem, oder wenn du direkt vor der Laserkanone stehst, kannst du dem relativ leicht ausweichen. Also als taktischer und als Sprungmarine eben auch, weil dann springst du halt einmal weg und da wird er dich niemals kriegen, es sei denn, das ist so ein Mega-Skill-Typ. Und, ja, deswegen, also alles hat seine Vor- und Nachteile hier. Bloß du bist als Devastor halt relativ lahm. Nice Trefferquote hier, nicht. Schon wieder ein Laser von da hinten. Schnell den Punkt zurückholen. Da muss man mal aufpassen, da wo der vorhin auch stand mit dem Laser, ist immer eine gute Ecke. Wäre nice. Ah, die wollen unbedingt den Punkt B hier haben, halten aber selber auch zwei, deswegen hab ich gedacht. Der wird wahrscheinlich es nochmal versuchen. Oh ne, okay. Was bei dem Spiel hier ganz geil ist, man hat. Ah, fuck, Sniper. Ja, und ihr habt es gesehen, ich habe den jetzt 3-4 Mal getroffen. Er mich einmal und noch nicht mal vernünftig und trotzdem war ich schon halb down wieder. Das ist richtig schlecht. Ich meine, da könnte man ja sagen, oh, mach das doch selber. Wenn da auch einfach die Laserkanone, Junge. Ah, da müsste ich auch einen Devastor nehmen. Und Devastor läuft halt langsam und der kann sich nicht wegrollen. Kein Problem, Junge. Also jetzt kriegen wir den Punkt wieder, aber wir haben einen anderen verloren. Fuck, im Rücken. Nicht schlecht. Auch mit dem Bolter. Also mit dem Stalker. Okay, aber wir haben 2 Punkte und ein Chaos-Punkt ist umkämpft. Dieses Game auf jeden Fall jetzt mal wesentlich knapper als die beiden davor. Allerdings seht ihr das, das Chaos führt, also müssen wir einen dritten Punkt holen. Und eigentlich auch mal ein bisschen halten. Denn sonst ist hier gleich Feierabend. Wieder die Laserkanonen-Muschi. Oh, 2 sogar. Alter, wieso kriege ich ihn nicht? Alter, was schlecht von mir. Also ich habe ihm einen Melter, also es kann kein Melter-Volltreffer gewesen sein. Okay, er hat diesen Perk, womit er Fernkampfschaden reduziert, aber trotzdem, das war ein Melter-Treffer. Aber wahrscheinlich nicht voll getroffen.
Und dementsprechend, ja, auch keinen vollen Schaden gemacht. Tja, wir müssen echt gucken. Das Chaos führt jetzt ordentlich. Ja, so ist das schlecht für uns, weil wir lassen uns jetzt hier ganz in die Ecke zurückdrängen. Okay, aber das Chaos hat 934 Punkte, also das Game ist gelaufen. Ja, das war's. Schade, aber mach's nix, Junge. War auf jeden Fall wieder, okay, er ist natürlich mit seiner Sniper-Tactics wieder ganz oben. Wir sind aber punktetechnisch ganz gut und 6 zu 3 Kills, also doppelt so viele Leute getötet wie selber Anzahl von Toten, was ganz gut ist. Und ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Nicht total überragend, aber auch nicht schlecht diesmal die Runden. Also auf jeden Fall wieder wesentlich geiler als beim ersten Mal. Ich merke das auch, so langsam komme ich da wieder rein. Jetzt muss ich mir nur wieder auch noch die anderen Klassen aneignen, denn mit dem Sturmmarine geht das eigentlich alles noch viel besser, weil man kann, also vor allem der mit dem Hammer, wie ich den immer spiele, reinspringen, einen Schwung, Gegner tot. Das funktioniert bei eigentlich allen bis auf Devastoren. Deswegen vielleicht das beim nächsten Mal. Für heute wartet erstmal. Ich bin raus, sag danke fürs Zugucken und tschüss.